Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich heiße euch alle wieder herzlich willkommen zu der bekannten Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Heute habe ich den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD Kaiserslautern bei mir zu Gast. Begrüßen Sie mit mir von der Lauterer SPD den stellvertretenden Vorsitzenden Bernhard Lehnhardt. Hallo Bernhard! Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Gerne. Du hast in deinem Vor- und deinem Nachnamen die gleiche Silbe. Das war aufgefallen. Das ist ganz selten eigentlich. Ne? Ja. Bernhard Lehnhardt. Das ist richtig. Das war ein Fehler, der meinen Eltern unterlaufen ist. Ein Fehler? Ja, ein Fehler. Und zwar hat man gedacht, damals wusste man noch nicht im Voraus, was es wohl werden wird, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und da hatte man gehofft auf ein Mädchen und hatte sich als Namen ausgedacht Bernadette. Ach so. Und da dann am Schluss ein Sohn rauskam, hat man gesagt, ach dann Bernhard. Und als es meiner Mutter aufgefallen war, dass er zweimal H ist als N-Silbe, und dann war es zu spät. Dann war beim Standesamt der Name schon eingetragen. Ich finde es sehr originell, muss ich sagen. Bernhard Lehnhardt. Ja. Ja. Du bist stellvertretender Vorsitzender der SPD Kaiserslautern, bist Vorsitzender des Ortsvereins Kaiserslautern-Mitte, richtig. Bist Stadtrat, ja. Und bist im Vorstand vom Stadtverband. Ja. Und im Beruf ist der Bernhard ein Kripo-Beamter. Aber er soll richtig. Nur privat bei mir sein. Das ist richtig, ja. Ja, Bernhard, wollen wir erstmal ein bisschen sprechen über dich? Du bist 1958 geboren. Ja. In Kaiserslautern? Nein, in Ludwigshafen. In Ludwigshafen! Ja, das ist auch wieder eine schöne Geschichte. Und zwar kannte meine Mutter eine Hebamme in Ludwigshafen, die in Ludwigshafen Dienst getan hat. Und deswegen fuhr sie extra nach Ludwigshafen ins Krankenhaus, um dort niederzukommen. Also ich erfahre in meiner Sendung so viele neue Sachen. Letztes war der Udo Scholz bei mir. Der war ja jahrelang der Manager vom Heimtier. Das wusste ich auch nicht. Also es ist immer schön, wenn auch der Moderator Sachen erfährt, wo neu für ihn sind. Für die Zuschauer ist sowieso dann neu. Also du bist in Ludwigshafen geboren. Ich war aber nur 14 Tage lang Ludwigshafen, oder nur 10 Tage, so genau habe ich das nicht mehr in Erinnerung. Und dann bin ich in einem Ort bei Kaiserslautern in Rodenbach. Ja. Ist vielleicht bekannt durch den Hans-Peter Briegel, ja, Fußballer, ja. Fußballinteressierte wissen ja, das, ja. Bin ich aufgewachsen. Bist du auch zur Schule gegangen in Rodenbach? Dort habe ich die Grundschule besucht und später dann bin ich nach Kaiserslautern aufs Altsprachliche Gymnasium. Hast du Abitur gemacht? Ich habe dort mittlere Reife gemacht. Mittlere Reife. Und Fachabitur in Fachhochschule habe ich dann später in den Beruf gemacht bei der Polizei. Bei der Polizei. Du hast praktisch den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt, ne? Ich habe den Polizeiberuf von der Pike auf gelernt. Andere sagen nichts anderes gelernt als nur Polizist, aber ich glaube, es ist ein unheimlich interessanter Beruf und ich habe ihn auch sehr gerne ergriffen, muss ich sagen. Reden wir auch später nochmal drüber, über die Entwicklung der Polizei. Ich habe am Flughafen bei einer Spedition gearbeitet und mein Arbeitskollege, der war früher auch bei der Polizei, der hat gesagt, die Polizei ist der beste Arbeitgeber, den du dir vorstellen kannst, wenn nur die bösen Kollegen nicht wären, hat er gesagt. Also er hat scheinbar so schlechte Erfahrungen gemacht, aber sowas gibt es auch. Ne? Aber ich habe gesagt, das musst du auch nichts draus machen, das gibt es überall. Warum soll es bei der Polizei anders sein, wie bei der Spedition, im Büro, in der Verwaltung? Das ist halt menschlich. Ne? Aber du hast die Erfahrung nicht gemacht. Ne? Ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Im Gegenteil, vor allen Dingen momentan fühle ich mich ja in einem hervorragenden Team. Ja. Und es macht nach wie vor sehr viel Spaß. Mhm. Ist ein sehr interessanter Beruf, ja. Sehr vielseitig. Mhm. Und aber auch anspruchsvoll. Ja. Man muss körperlich und geistig topfit sein. Ne? Ja, wenn man die Kollegen gelegentlich mal auf der Straße sieht, kann man zweifeln, ob sie alle körperlich fit sind. Aber es ist der Anspruch. Und aus eigenem Interesse heraus sollte man auch dafür
sorgen, dass man körperlich fit ist. Geistliche Fitness gehört sowieso dazu. Wie ist es bei der Polizei? Du hast dich da beworben. Wie geht es denn da weiter? Kriegt man da so einen Einstellungstest vorgesetzt? Oder wie sind die Kriterien, dass man genommen wird bei der Polizei? Ja, der Einstellungstest hat sich ja in den Jahren, in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder geändert. Bei mir war das so, dass auf Sport und Deutsch sehr großen Wert gelegt wurde. Und da wurde man eingeladen zu einer Prüfung. Dann hat man die Aufnahmeprüfung gemacht. Aha. Und damals kann ich mich entsinnen, waren wir in unserer Gruppe, waren wir 20 Personen, die sich da beworben hatten. Und 4 wurden letztendlich genommen. Aha. Also damals wurde schon sehr stark ausgesondert. Und mich haben sie behalten. Die Ausbildung war dann wie lange? Die Ausbildung war normalerweise für, das ist abhängig von dem Schulabschluss, den man damals hatte. Und mit mittlerer Reife ging die Ausbildung über 2 Jahre. Mhm. Da damals aber schon der Bader-Meinhof-Prozess in Kaiserslautern lief, waren wir doch auch in unserer Ausbildung schon sehr stark auch in Einsätze angebunden in Kaiserslautern. Und nach dieser Zeit wurde ich dann nach Kaiserslautern versetzt zum Polizeipräsidium. Und danach, zwischendrin, folgte dann nochmal eine Versetzung nach Ludwigshafen, weil man dort dringende Leute gebraucht hat. Und ja, und irgendwann habe ich es dann wieder geschafft, nach Kaiserslautern zurückzukommen. Habe dann später, 86, zur Kriminalpolizei gewechselt. Habe dann, weil in Kaiserslautern wieder kein Platz war, bin ich versetzt worden nach Mainz. Oh. Und in Mainz habe ich dann auch 2 Jahre Dienst verrichtet, bevor ich dann wieder nach Kaiserslautern gekommen bin. Vielleicht gab es auch in Kaiserslautern keine bösen Buben damals. Das glaube ich jetzt weniger, aber das ist einfach vom Stellenkegel ist das abhängig und es waren eben nicht ausreichend Stellen in Kaiserslautern damals. Wie muss ich mir das vorstellen? Nach der Ausbildung warst du in Kaiserslautern als Polizist? Ja, ganz normal im Streifendienst, als Schutzpolizist. Das heißt, Wechsel zwischen Reviertätigkeit und Außendienst, wie ist das dann? Ja, in der Regel lief der Dienst so ab, dass man 2 Stunden auf dem Büro, auf der Wache war und 2 Stunden außerhalb Streife gefahren ist und irgendwelche Aufträge erledigt hat. Ist eigentlich eine abwechslungsreiche Tätigkeit, ne? Ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, auch weil es verschiedene Sparten bei der Polizei gibt. Da gibt es ja von der Bereitschaftspolizei, Verkehrspolizei, Schutzpolizei, Kriminalpolizei und dort gibt es auch immer wieder Unterschiede. Also wir suchen ja Leute, ich kann es nur empfehlen. Also liebe Zuschauer, wenn ihr geistig, körperlich voll fit seid, anderen Menschen helfen wollt, das ist immer noch das Credo der Polizei. Und Teamgeist. Ja, und Teamgeist habt, dann meldet euch wo? Ja, ihr könnt euch direkt beim Polizeipräsidium, beim jeweiligen Polizeipräsidium melden oder eben bei der Zentralstelle im Innenministerium. Das findet man heute alles im Netz, wo man sich da bewerben kann. Ja. Die Polizei hier hat ja auch Schicht geschafft, ne? Ja. 2 oder 3 Schichten. Ne? Wir hatten damals einen 4-Schicht-Rhythmus. 4 Schichten? Oh. Und also das waren 4 Schichten und die arbeiteten im 3-Schicht-Rhythmus, um das genau zu sagen. Da gab es spät, früh, Nacht. Und heute ist das alles etwas differenzierter. Da gibt es Überlappungszeiten und in der Regel gibt es auch 5 Schichten. Was mich immer so fasziniert bei so Polizisten, die im Streifendienst sind, wenn ein Fall abgeklärt ist, kommt schon wieder der nächste. Das da darf man sich nicht lang aufhalten, geistig mit dem alten Fall. Man muss immer wieder abschalten und neu denken. Das ist nicht so einfach. Das ist richtig, ja. Das ist eine geistige Meisterleistung. Ja, und auf der anderen Seite ist man auch immer noch Mensch ja. und trägt vielleicht Eindrücke von dem Einsatz vorher mit zum nächsten. Ja. Aber es muss gelingen, dann eben deine neue Sache neu zu bewerten, noch neu heranzugehen. Das vergleicht so ein bisschen mit einem Arzt im Krankenhaus. Ne? Er kann ja auch nicht sagen, wenn er bei einem todkranken war, der nächste, was macht der Patient vorher? Er muss sich immer wieder neu einstellen. Das ist richtig. Das ist also schon vergleichbar.
Hast du auch schon mal Situationen erlebt, wo du gedacht hast, na, das ging es aber fast ums Leib und Leben? Ja, die habe ich auch schon erlebt, aber da möchte ich jetzt nicht weiter. Ja, okay, aber es gibt also nicht nur im Fernsehen so. Nicht nur im Fernsehen so. Jawohl. Was hältst du davon, Bernhard, wenn du so die Krimiserien siehst? Ne? Wie viel Prozent ist da Wahrheit? 10%, 20, 30? Ja, ich würde sagen, es ist schon 20% Wahrheit dran. Es werden auch oftmals taktische Dinge gezeigt. Was natürlich auffällig ist, ist, dass die Kollegen dort oder die Schauspieler dort selten schreiben, an den Schreibmaschinen sitzen und dass sie der Polizeiberuf, insbesondere der des Kriminalbeamten, schon etwas anders aus. Und vor allen Dingen werden die immer mit ihrem Fall pünktlich nach der Sendung, wenn die Sendung aus ist, fertig. Das ist richtig und das ist in der Praxis doch, dauert das doch oft sehr viel länger. Ich kann mir vorstellen, gerade als Kripo-Beamter, Bernhard, da nimmt man doch die Fälle auch mit nach Hause, oder? So gedanklich, oder ist es bei dir nicht so? Ja, sicher nimmt man die Fälle mit nach Hause und manchmal ist die Ehefrau da nicht so begeistert davon. Und zumal sie eben seltenst, um nicht zu sagen überhaupt nicht, erfährt, um was es jetzt eigentlich geht. Man hat ja ein Dienstgeheimnis zu verfolgen und wird zu Hause nicht über diese Fälle reden. Ja, klar. Und das ist etwas anders als in einem anderen Beruf. Das heißt, man macht alles mit sich selbst aus irgendwie, ne? Man macht fast alles mit sich selbst aus. Mit den Kollegen kann man schon drüber reden. Mit den Kollegen redet man drüber. Es ist sowieso ein Erfahrungsberuf, gerade auch im Bereich der Kriminalpolizei sitzt man des Öfteren zusammen und berät, wie man eine Sache angeht und oder wie man das weiterverfolgen sollte. Jetzt bist du wie lange bei der Kripo? Da muss ich jetzt überlegen, dass seit 86, das sind 32 Jahre. Was ich immer so interessant finde im Fernsehen, diese Verhöre. Ne? Da wird immer so getan im Fernsehen, als ob der Kriminalbeamte schon wüsste, wer der Mörder ist. In Wirklichkeit ist es ja nicht immer so. Selten ist es so. Selten ist es so. Aber man muss so tun. Ne? Ja, man versucht natürlich auf Grundlage von irgendwelchen Erkenntnissen oder Ermittlungsergebnissen, versucht man natürlich schon, ihn auch zu einer Aussage, das Optimale ist natürlich ein Geständnis, zu bewegen. Aber man erlebt auch Überraschungen. Man erlebt des Öfteren Überraschungen, ja. Ich finde es so spannend, ne? Wenn Sie im Fernsehen zeigen, wie die Verhöre laufen, ist es bei euch in Wirklichkeit auch so? Da gibt es Kollegen, die machen das Ganze auf die sanfte Tour, die anderen fassen die Leute ein bisschen härter an, ist es auch im wirklichen Leben so? Es gibt verschiedenste Taktiken, Vernehmungstaktiken, ja. Aha. Also ich will dich nicht ausfragen, nicht, dass du es falsch verstehst, nur das ist so ein Feld, wo ich selbst und meine Zuschauer halt richtig spannend darauf warten, da ein bisschen was zu erfahren von dieser Welt. Ne? Ja, weil wir wollen ja auch, dass die Polizei weiter so gute Arbeit leistet und da soll sie auch mal ein bisschen drüber berichten, wie das dann abläuft. Ja, das ist vielleicht sowieso so ein kleines Manko bei der Polizei. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir eine gute Arbeit leisten. Ja. Und dass wir in der Außendarstellung aber vielleicht noch besser werden könnten. Aber daran wird auch gearbeitet. Es gibt ja die verschiedensten Projekte oder Modelle, wie man auch mit jungen Leuten jetzt in Kontakt treten kann oder treten will übers Netz. Und und über diese Filme natürlich wird auch immer ein Stück von der Polizeiarbeit gezeigt. Und es ist nicht alles jetzt erfunden. Wenn du gerade die Vernehmungstaktiken ansprichst, dann ist das eins von den 20%, wo ich gesagt habe, das trifft schon zu. Der Rudi Jakob, ich weiß nicht, ob du den kennst, auch ein SPD-Genosse, Ortsvereinsvorsitzender von Ludwigshafen, südliche Innenstadt, der ist beim Finanzamt. Und der ist dafür zuständig, der kriegt die Fälle auf den Tisch, wenn es um Steuerbetrug geht. Ja. Jetzt habe ich gesagt, Rudi, du bist so ein netter Mensch, habe ich gesagt. Bist du auch bei den Vernehmungen nett? Da hat er gesagt, ich bin nett, solange es darum geht, nett zu bleiben, aber ich bin hart, wenn es hart sein muss. Ne? Und ich habe gesagt, Rudi, hast du nie irgendwelche Anfeindungen bekommen? Also ich versuche immer, hat er gesagt, den Mensch als Mensch zu sehen. Ne?
und die Sache als Sache. Und so kommt es bei dir auch vor. Also, wenn ich mal von einem festgenommen werden würde, dann von dir, Bernhard. Also, da kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Also, ich werde nie in einer Vernehmung jemanden bedrängen, ja, oder falsche Dinge vorspielen. Ja. Man sieht sich im Leben immer zweimal, und da kann ich gerade eine Geschichte erzählen. Damals, vor etlichen Jahren, ja, hatten wir eine Gang festgenommen, die da damals in der Nähe des Karstadts, ja, etliche Diebstähle und Einbrüche begangen, ja, hat. Und da gingen auch die Haupttäter, mussten dann auch eine Zeit lang in die JVA, ins Gefängnis. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht 5, 6 Jahre später, mhm, treffe ich zufällig den Haupttäter auf der Straße. Meine Frau ist dabei, kennt ihn natürlich nicht, und er spricht mich an, gibt mir die Hand und grüßt mich. Ja. Und meine Frau hat mich später gefragt, wer war denn das? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, vor 5 Jahren habe ich den in den Knast jetzt gebracht, ja, 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 und das konnte sie natürlich nicht verstehen. Aber das ist Ausdruck dessen, dass man eben auch mit dem Gegenüber fair, ja, zur Rande geht. Und ja, und dann denke ich, natürlich nicht bei allen, aber doch bei dem einen oder anderen kommt auch das Einsehen, oh, damals habe ich Mist gebaut, mhm, und dafür stehe ich auch gerade. Du hast ihm Respekt gezeugt, nicht für das, was er getan hat, sondern du hast ihn respektvoll für das, was er getan hat, verurteilt oder als Urteil gesprochen, und das hat er anerkannt und hat wahrscheinlich sich überlegt, der Mann hat eigentlich recht gehabt. Das, was ich bekommen habe, war zu Recht. Ne? Und das hat auch der Uli gesagt, solange es zu Recht ist, gibt es normalerweise keine negativen Gedehen. Aber wenn es Unrecht ist, dann werden die Leute halt giftig. Ja, da gibt es keine Kumpanei zwischen Polizist oder Täter, aber es gibt einen fairen Umgang. Genau. Ja. Ja, es ist eigentlich mit allen, es ist nicht nur bei der Polizei so, es ist mit allen Dingen so, wenn du mit den Leuten respektvoll umgehst. Es ist auch genau, wenn die Gäste, die bei mir sind, der Kurt Beck hat gesagt, ich war schon so vielen Talkshows, hat gesagt, bei dir ist am besten. Hat gesagt, komm, sagst du es zu geben. Nee, hat gesagt, es gibt natürlich Talkshows, da merkst du richtig, die wollen die Leute aufs Glatteis führen. Ja. Und das, sowas hasse ich mit den Besten. Ja. Ja. Weil ich freue mich, wenn ein Gast bei mir ist, über sein Leben erzählt, weil das sind ja Sachen, da komme ich oder meine Fernsehzuschauer ein Leben lang mit hin, was du erlebt hast. Ne? Ja. Und das will ich halt ein bisschen weiter transportieren. Ja. Und das schön. Jetzt bist du nicht nur Kripo-Mann, du bist auch SPD-Mann. Das ist richtig. Ja. Auch mit Leib und Seele. Ja. Du bist seit 2007 Mitglied. Ja, das ist noch nicht so lange, aber trotzdem seit 2007. Was ich gelesen habe, dein persönliches Motto fand ich interessant. Was beim Segeln der Wind ist, ist in der Politik der Mensch. Das ist richtig. Politisches Handeln muss immer im Sinne des Menschen sein. Er ist der Mittelpunkt. Danach möchte ich mein Handeln ausrichten, ja. Das ist schon fast philosophisch. Oder? Ja gut, da hatte ich vielleicht einen guten Moment. Aber es ist tatsächlich so, das war für mich die Motivation, in die Politik zu gehen. Ja. Wie du eben schon gesagt hast, ich hatte ja schon einige Jahre auf dem Buckel, ja, bevor ich in die SPD gegangen bin. Ja. War schon immer politisch interessiert, ja, und habe viele Bekannte und Freunde, ja, in der Politik, insbesondere in der Kommunalpolitik, ja, und die haben mich auch immer wieder bedrängt, ja, und haben gesagt, Mensch, geh doch in die Politik, ja, es ist nicht zu spät. Und dann habe ich gesagt, gut, Dinge, die mich interessieren in der Politik, die möchte ich machen. Und da war es insbesondere eben die Kommunalpolitik. Das, ich denke, das, was, womit man tagtäglich sich befasst, was man tagtäglich sieht im unmittelbaren Umfeld, und da mitzuwirken und mit Einfluss zu nehmen, das war für mich eine große Motivation. Was mir auffällt, Bernhard, es gab noch keinen Kommunalpolitiker, der gesagt hat, ich möchte tauschen mit der Bundespolitik. Weil, wie du sagst, in der Kommunalpolitik sehe ich, was für Probleme sind. Und ich sehe, wenn sich was verbessert. Das heißt praktisch, ich habe sofort die Rückantwort. Das ist das Schöne in der Kommunalpolitik.
Deswegen würde ich nie nach Berlin gehen wollen. Haben alle gesagt. Ich würde nicht nach Mainz und nicht nach Berlin gehen wollen. Und natürlich ist das irgendwo auch dem geschuldet, dass ich so spät in die Politik gegangen bin. Aber für mich war, wie gesagt, die Hauptmotivation, das, was in meinem Umfeld ist, da will ich Einfluss nehmen. Und deswegen war für mich nur die Kommunalpolitik von Interesse. Du bist in den Ausschüssen, muss mich jetzt korrigieren, wenn was nicht mehr stimmt, Schulträgerausschuss, ja. Kulturausschuss, ja. Haupt- und Finanzausschuss? Nein, da bin ich Ersatzmitglied. Aber du bist dabei? Ich bin dabei, ich kriege die Informationen. Des Weiteren bin ich in der Parfentwicklungsgesellschaft, bin im Aufsichtsrat des Westfahrtsklinikums, ja. Bin in der Gesellschaft Wirtschaftsförderung, Kaiserslautern. Sportausschuss bist du auch? Dort bin ich jetzt auch Ersatzmitglied geworden. Ersatzmitglied? Genau. Ja. Ja, tu mal endlich was, dass die Kaiserslautern mal wieder gewinnen. Ja, das ist ein großes Problem, das ist aber ein großes Herzleiden, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich war ja auch vor der Saison jetzt voller Euphorie, ja. Und ich bin nicht mehr Dauerkartenbesitzer, aber es ist ein schweres Verschulden, ich weiß, aber vielleicht kennst du die Herzrasen-App. Und ich bin jede Sekunde dabei, wenn der FCK spielt, bekomme auch immer ein Zeichen, ein Geräusch, wenn ein Tor fällt, und wenn es für die andere Mannschaft ist, dann ist das Leiden groß. Letzten Samstag war ich also nicht so begeistert. Also ich muss mir vorstellen, oder kann man vorstellen, das Spiel gegen Halle war das, glaube ich, ne? Ja. Wo in der Nachspielzeit so gefallen ist. Ne? Ja. Das muss schon schlimm sein. Nein, das war gegen Münster. Ach, gegen Münster war es. Gegen Münster. In Halle, Halle war auswärts. Das war jetzt letzten Samstag. Ja. Also und zu Hause gegen Münster. 1-2 ist es. Also. Ja, richtig. Da war eine Nachspielzeit. Lautern hat 1-0 geführt. 1-1 in der Nachspielzeit, 2-1 für, genau, für Preußen Münster. Ja, das sind so Sachen. Aber auch gerade da muss man Fan sein und muss bleiben. Auch in so einer Situation stellt sich raus, wer ein Fan ist. Ja, das ist richtig. Man könnte jetzt sagen, bist du noch ein Fan, weil du keine Dauerkarte hast. Nee, ich weiß nicht, aber ich bin immer noch mit Herz, mit Leib und Seele dabei. Ein Fan bezeichnet sich nicht danach, ob er eine Karte hat, sondern es kommt von Herzen. Ja. Ja, und in Halle dann habt ihr 2-0 verloren. Ne? Ja, muss eine sehr traurige Vorstellung gewesen sein. Jetzt geht es gegen Karlsruhe, ne? Ja. Also zwischendrin noch gegen Hoffenheim im Pokal und dann gegen Karlsruhe. Ja, bei Karlslautern habe ich so den Eindruck, da hängt es immer an den Stürmern. Die machen kein Tor rein. Ne? Spielt zwar gut, aber es fallen kein Tor. Oder? Gut, ich bin kein Profi und kein Trainer. Ich sehe die Hauptprobleme im Mittelfeld. Ja. Da fehlt mir die Fantasie im Mittelfeld. Und dann ist der Stürmer natürlich auch verloren, wenn aus dem Mittelfeld nicht viel kommt. Der Udo Scholz hat ja gesagt, der war ja 20 Jahre Stadionsprecher am Betzenberg. Ne? Mhm. Der hat gesagt, das hat schon damals angefangen, zu meiner Zeit, 1990, 91, wo der gerade Feldkampftrainer war, das war noch Fensterboom, hat er gesagt. Ne? Ja. Und da hat es angefangen, dass man Leute von auswärts gegen gutes Geld geholt hat. Und da hat es schon angefangen, dass man praktisch den ersten FC Kaiserslautern, wie er es wörtlich gesagt hat, ausverkauft hat. Das heißt, das sieht es ja auch bei anderen Vereinen, selbst beim FC Bayern, die haben so gute Leute aus der eigenen Jugend geholt. Lahm, Müller, jetzt holt die Leute aus Brasilien, es läuft nicht besser. Ja, die Kommerzialisierung im Fußball ist ein großes Leid, das ich mit sehr viel Argwohn betrachte und wo ich sagen muss, ist schade, dass der Fußball dahin gekommen ist. Straßenfußballer hast du gar keine mehr. Und wenn du welche hast, dann werden die gleich weggeholt von der Straße, werden gleich ins Internat gesteckt und werden gleich praktisch so beeinflusst, dass der Udo Scholz hat gesagt, die lernen erst das, was man sagen muss vom Interview, und dann lernen sie erstmal gegen den Ball zu drehen. Ja, schon, das war fast dran, ne? Schon in den Jugendjahren, in der A-Jugend spätestens, haben sie einen Manager zur Seite, wo auch andere Interessen eine Rolle spielen als nur der Fußball für einen Verein. Was hast du für Hobbys, Bernhard?
Ja, wie gesagt, Fußball ist eine große Leidenschaft. Ich habe früher auch mal niederklassig gespielt. Aha. Ansonsten segle ich für mein Leben gern. Und deswegen hast du gesagt, was von Segeln? Ja, das ist richtig. Daher rührt das. Und ansonsten, ja, ich spiele nebenher auch noch ein bisschen Theater auf einer Kleinkunstbühne. Und man sagt, ich würde mich da auch nicht so schlecht machen. Kann ich mir vorstellen. Am 18.8. haben wir eine Vorführung, eine Aufführung. Das Stück heißt bezeichnend der Weiße Seemann, lass das träumen. Ist aber nicht von mir, aber von einem Mitsegler geschrieben, in der Hauptsache geschrieben, beziehungsweise wir haben da Texte ausgesucht und haben dann natürlich Stücke nicht selbst geschrieben, sondern die holen wir von sonst wo. Und zum Beispiel Steuermann Lass die Wacht aus dem fliegenden Holländer. Und ja, und dann sind da einige Amateure, die da zusammenkommen und dann die Aufführung in der Kleinkunstbühne Blaushaus machen. Du bist auch Mitglied bei den Freunden des Pfalztheaters, ne? Bin ich auch, ja. Kultur ist eine wichtige Sache für mich. Ja. Und im Vogelschutzverein ist auch dabei. Im Vogelschutzverein bin ich auch, ja, weil ich denke, dass man das unterstützen muss. Ja. Du bist also ein Mensch auch der Natur, ne? Ja. Ich liebe die Natur, das deswegen ja auch Segeln. Das Spiel Natur, Welle, Wind ist eine imponierende Sache. Ich werde wahrscheinlich nie, jetzt nichts gegen die Motorbootfahrer, aber ich werde wahrscheinlich nie ein Motorboot fahren, sondern immer segeln, weil das einfach faszinierend ist, was der Wind alles leisten kann, was er alles bewirken kann. Ich habe gestern gesehen, in Hamburg gibt es einen, der macht das so auf halb professionelle, halb private Art. Der macht dann Segeltouren durch den Hamburger Hafen und das ist sehr beliebt. Ne? Dann muss man, hat gesagt, ich kann schon fast keine Schiffe mehr sehen, aber es macht immer Spaß. Also ich habe auch etliche Segelscheine, bin auch schon mal über den Atlantik gesegelt. Was? Und habe auch schon Ausbildung gemacht. Hier sitzt ein Ohrweh. So ist es nicht, aber so sehe ich mich nicht. Und Atlantik segeln, das ist schon eine Leistung, ne? Ja, da war aber in einer Gruppe, da war ich nicht der verantwortliche Skipper. Aber ansonsten mache ich, wenn die Zeit reicht, wenn es die Zeit zulässt und die Politik zulässt, dann versuche ich schon 3-4 Mal im Jahr eine Woche segeln zu gehen und das dann immer mit irgendwelchen Bekannten. Und dann skippere ich dann auch. Du hast mir gesagt, du gehst bald in Rente. Pension ist das bald in Beamten. Pension. Dann hast du viel Zeit zum Segeln. Ja, so sehe ich das auch. Deine Frau wird freuen. Aber der Antrag ist zu Hause noch nicht gestellt, dann muss man noch abwarten, ob er bewilligt wird. Deine Frau geht dann zum Minigolf spielen. Auch vielleicht auch zum Golf spielen. So wie ich meine Frau kenne, wird sie Beschäftigung haben. Wenn sie keine hätte, würde sie sich welche suchen. Ja, so sind sie halt, die Frauen. Ne? Unterstützen den Mann, aber mit eigenem Interesse, so soll sie auch sein. Ja, also sie unterstützt mich sehr, muss ich sagen. Sie hält mir den Rücken frei. Ja. Und ich würde nicht sagen, mit eigenem Interesse. Na, ich meine, aber ist ja so, früher haben die Frauen ja sich praktisch voll in den Dienst des Mannes gestellt oder so, das meine ich jetzt. Ach, heute sind die Frauen selbstbewusst, die unterstützen zwar ihre Männer, aber eigene Vorstellungen, das ist so. Das ist nicht negativ, sondern positiv. Das ist so, ja, sie ist auch Leiterin einer Kreismusikschule, hat Verantwortung, und hat auch die künstlerische Leitung in dieser Kleinkunstbühne, wo ich eben davon gesprochen habe. Also sie ist niemand, der zu Hause sitzen bleiben wird. Spielt sie ein Instrument wahrscheinlich schon. Sie ist studierte Sängerin. Singen? Ja. Toll. Ja. Das ist interessant. Ne? Ein Kripo-Beamter und eine Künstlerin. Ja, Kultur und Beamte, Künstlerin und Beamte treffen aufeinander. Warum nicht? Ne? Ist natürlich für Leben, ist das Leben vorprogrammiert in der Beziehung. Da kann sie gut, oder du kannst gut die Verträge für sie ausarbeiten. Ja, wenn noch welche auszuhandeln wären, könnte ich das schriftlich fixieren. Ja. Genau. Ja, das ist
Das ist immer wichtig. Beim Rudi ist auch so. Der Rudi ist Hausmann. Mhm. Und seine Frau ist technisch versiert. Mhm. Normalerweise denkt man es andersrum. Ja. Aber bei uns funktioniert es so gut, hat der Rudi gesagt. Wenn irgendwas am Computer ist, sage ich, komm mal her. Mhm. Und wenn es ums Essen geht, dann sagt sie, komm mal her. Aha. Also die Zeiten haben sich schon geändert, aber im positiven Sinne. Ja, das ist richtig. Die Rollen haben sich auch geändert. Also der Mann ist fürs Haus oft einmal genauso zuständig, wie früher die Frau war. Und die Frau ist im technischen Bereich versiert auch wie der Mann. Also da kann ich auch bitte eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hatte meine Frau letztens eine Birne repariert. Ja. Wie es eben zu Hause oftmals ist, der Mann bekommt des Öfteren gesagt, da ist eine Birne kaputt, jetzt repariere sie mal. Und der Mann kommt natürlich nicht dazu. Und dann hat sie die Birne selbst repariert, war dann ganz stolz. Ja. Und ja, so soll es auch sein. Ja, klar. Naja, du weißt ja, wenn man viel kann, muss man viel machen. Das ist richtig, ja. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen sprechen über die SPD. Du bist 11 Jahre jetzt Mitglied bei der SPD. Ja. Hat sich auch in der Kommunalpolitik die SPD verändert oder ist sie gegenüber früher gleich geblieben? Das heißt, die Strukturen sind wahrscheinlich ähnlich, aber die Leute ändern sich ja, also ändern sich auch die Partei. Ne? Das ist richtig, das wollte ich gerade sagen. Das ist wahrscheinlich auch sehr stark personenbezogen, natürlich auch ausgerichtet an der aktuellen Lage oder an der aktuellen Politik, aber auch sehr stark personenbezogen. Mhm. Und wir haben mit dem Oliver Guggenbiel, einem Stadtverbandsvorsitzenden, wo Transparenz, Jugend, paritätische Besetzung von Listen eine große Rolle spielt. Da müssen natürlich auch Leute dabei sein, die das mittragen, die das mitwollen, und das ist bei uns der Fall. Und von daher gesehen hat sich die Partei in Kaiserslautern schon verändert. Wir haben zum Beispiel jetzt beim Stadtverbandsvorstand haben wir paritätisch Mann-Frau besetzt. Genauso sah unsere Stadtratsliste das letzte Mal schon aus. Wir stehen jetzt zum Beispiel im Kommunalwahlkampf. Und da ist es nicht so, wie es vielleicht früher, wie ich es mal gehört habe, wie es früher wohl gewesen sein sollte, dass da irgendwo jemand in einem Zimmer gesessen hat und ein Programm zusammengeschrieben hat. Nein, wir machen das ganz anders. Wir haben den Beschluss gefasst, dass wir die Öffentlichkeit sehr stark mit einbinden. Das haben wir auch gemacht. Wir haben das sowohl über die elektronischen Medien gemacht, über die sozialen Netze. Wir haben einen Imagefilm gedreht, der fantastisch eingeschlagen hat. Wir hatten da auf Facebook 19.000 Mal wurde dieser Film abgerufen. Und zusätzlich haben wir dann einzelne Programmpunkte durch verschiedene Sprecher vorstellen lassen. Und auch die haben einen sehr guten Resonanz gefunden. Da wurden zwischen 3.500 und 2.000 Aufrufe immer wieder, wo diese Themen da aufgerufen wurden. Und das ist natürlich, und es ging in der Öffentlichkeit eine sehr positive Darstellung von der SPD und es wird von der Öffentlichkeit auch genutzt, muss ich sagen. Mhm. Natürlich gibt es Kommentare, die man unbeachtet sein lassen kann. Aber es gab auch viele Hinweise aus der Bürgerschaft, wo dargestellt wurde, was man sich vorstellen könnte oder wo etwas getan werden sollte. Und die werden von uns bewertet und haben auch derzeit in dem Programm, das ist momentan in einer Entwurfsfassung geschrieben, haben dort zum Teil auch Niederschlag gefunden. Und wir werden jetzt am 28. September einen öffentlichen Programmparteitag machen und dann werden wir das Programm letztendlich dann auch in seiner Endfassung dann irgendwann formulieren. Ich mache mit meinen Gästen immer so eine Kurzfragerunde, Bernd. Was hast du
noch für Ziele in deinem Leben? Was möchtest du noch erreichen? Vor allem, wenn du jetzt in Pension gehst. Dann? Ja, wenn ich in Pension gehe, dann möchte ich natürlich Zeit haben, ist klar. Mhm. Und politisch gesehen würde es mich freuen, wenn ich junge Leute an die Politik heranführen könnte. Ich habe das auch schon mehrmals probiert. Ich denke, dass wir auch in unserem Ortsverein jetzt wieder mindestens 3-4 Leute haben, die das Zeug dazu hätten und es vielleicht auch tun würden. Und ja, ansonsten bin ich natürlich schon, ich bin jetzt dreifacher Opa, werde vierfacher Opa, hoffentlich demnächst. Und von daher gesehen wird die Familie auch eine gewichtige Rolle spielen. Dann frage ich dich nicht mehr, was du vorhast, wenn du in Pension gehst. Bist du voll beschäftigt? Dann bin ich voll beschäftigt und hoffe auf gemeinsame Segeltörns. Ja. Gibt es jemanden, wo du sagst, den möchte ich noch treffen oder den möchte ich überhaupt mal treffen? Also ich kann sagen, wen ich gern getroffen hätte. Das ist Willy Brandt. Ja. Den hätte ich sehr gerne getroffen. Und es würde mich reizen, jemanden zu treffen, ja. Und zwar den Horst Seehofer. Und dann würde ich ihm mal versuchen zu erklären, wie ich die Flüchtlingsbewegung sehe und was ich für an geeigneten und richtigen Maßnahmen halten würde. Ich denke, da können wir viel lernen. Ne? Das weiß ich nicht, aber ich könnte in meiner Sichtweise erklären. Ob was annimmt, ist eine andere Sache. Oder? Das ist richtig. Lernen können wir viel. Jetzt kommt meine Spezialfrage. Wenn du wiedergeboren werden würdest, als was für ein Tier würdest du gerne geboren werden? Ich würde gerne als Wildpferd geboren werden. Das ist interessant. Was verbinde ich damit? Ich verbinde damit Natur, Freiheit, Ursprünglichkeit und aber auch Gemeinschaft. Freiheit, ne? Ja, aber auch Gemeinschaft. Ja. Die Wildpferde leben meist in einem Rudel. Ja. Und ohne dieses Rudel wären sie selten lebensfähig. Freiheit und Gemeinschaft. Das passt meiner Meinung nach. Das wäre ein gutes Motto auch für die Polizei. Freiheit in Gemeinschaft. Ja, das kann sein, ja. Ja. Eigentlich nicht nur für die Polizei, für jede, sagen wir so, kulturelle Organisation. Freiheit in Gemeinschaft ist eigentlich das Ziel, also dass man auf der einen Seite eine Gemeinschaft ist, aber dass jeder seine eigene Freiheit hat. Das gilt auch für eine Ehe genauso, ne? Freiheit in Gemeinschaft. Ich muss mich mal selbst loben, das ist von mir erfunden. Ja, das war echt viel Versuch. Ich habe von dir gelernt, weil wer solche Sätze sagen kann, da muss ich auch was dagegen setzen. Das geht ja, ne? Ja, aber ich musste ein klein bisschen länger überlegen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das weiß ja keiner. Ja. Ja, Bernhard, wie denkst du, dass es weitergeht mit der Großen Koalition? Hält die Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode oder wird vorher das Handtuch geschmissen? Ja gut, also ich habe ja nicht den kompletten Einblick, was in Berlin alles passiert, aber vom Grunde her denke ich schon, dass die Koalition Chancen hat zu halten. Ich denke, wir haben eine Parteivorsitzende inzwischen, der es gelingen wird, die Partei zusammenzuhalten. Und von daher gesehen, denke ich, wird man auch, wenn es gelingt, auch sozialdemokratische Ziele durchzusetzen. Mhm. Und dann wird das auch, denke ich, bis die 4 Jahre überstehen. Mhm. Ich glaube schon, dass es da gute Chancen gibt. Was der SPD vielleicht so ein bisschen fehlt, die Umfragewerte sind ja nicht die besten, muss man sagen. Und das wäre, denke ich, einfach ein Projekt mit Leuchtturmcharakter. Da könnte ich mir zum Beispiel einfach vorstellen, so eine Finanztransaktionssteuer, wenn die laufen würde. Und dann ginge es der SPD auch in diese Koalition sehr viel besser. Ja, so die Außenwirkung
ist bei der SPD nicht halb so gut wie das, was sie leistet. Ist eigentlich schade. Ne? Das ist richtig. Wir haben ja jetzt schon auch schon ein bisschen was erreicht jetzt in den 100 Tagen alles. Und da denke ich zum Beispiel an die Parität in der Krankenversicherung. Da denke ich an die Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigung und Vollzeitbeschäftigung zurückzugelangen. Und ja, das sind Dinge, die jetzt schon erreicht wurden. Und von daher gesehen sehe ich es nicht mehr so negativ wie am Anfang. Das heißt, du siehst die Koalition schon die nächsten Jahre durchstehen. Ja, wenn man den bayerischen Löwen ein bisschen im Zaum halten kann. Und dann könnte das gelingen. Da warst du Seehofer, hat es angedacht. Ne? Ja. Ja. Aber es gibt auch noch andere Löwen. Aber Führer und Strauß war es ähnlich. Ne? Ja, das ist richtig. Hat auch mal dazwischen gedonnert. Da gesehen hat es nicht viel mehr. Ja, hat auch mal dazwischen gedonnert. Ne? Und die Freundschaft zwischen Strauß und Kohl war auch nicht viel besser wie zwischen Merkel und Seehofer. Das ist richtig. Ja. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die CDU und die SPD viel näher beieinander liegen wie die CDU und die CSU. Das, der Eindruck täuscht, glaube ich, nicht. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Frau Merkel sich sehr sozial demokratisiert hat. Ja. Ja. Da hat mal ein Gast gesagt, die CDU wäre nach links gerutscht und die SPD nach rechts. Ja. Gut, aber es ist natürlich auch so, was mir auffällt, früher, wenn du einen Verteidigungsminister gehabt hast, der war Verteidigungsminister. Der hat kein Wort über die Gesundheitspolitik gewählt. Heute reden die Leute über andere Themenkreise, wo sie eigentlich gar nicht dafür gewählt sind. Hat mir der, wer war das gewesen, irgendein Politiker gesagt, ja, es gibt einen Unterschied zwischen Ressortpolitik und Faktenpolitik. Und man soll sich mehr ums Ressort kümmern, aber man soll auch, wenn man eine gute Meinung hat oder eine gute Ahnung von der anderen Sache, soll man auch da seine Meinung kundtun. Also die Zeit hat sich auch geändert, wo jeder Politiker nur sich um sein Gebiet kümmert hat. Gut, ob man das dann so nachvollziehen sollte, immer zum Beispiel bei den Äußerungen des Herrn Spahn, da hätte er sich vielleicht besser mal in der einen oder anderen Sache zurückgehalten. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass Frau Merkel nicht mehr die Durchsetzungsfähigkeit hat, wie sie es vorher hatte. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich meine es ja nur den Herrn Spahn. Es gibt oftmals so Fälle, ich habe jetzt nichts im Gedächtnis, wo einfach ein Politiker unabhängig von seinem Ressort sich äußert. Die Frau von der Leyen zum Beispiel als Verteidigungsministerin hat sich auch schon oftmals über andere sozialpolitische Themen geäußert. Warum nicht? Aber man soll erstmal sein eigenes Ressort in Ordnung bringen. Das ist richtig, ja. Da gibt es, glaube ich, viel zu tun. Wie hat der Helmut Schmidt gesagt, der Politiker muss erstmal von seiner eigenen Haustür kehren, dann kann er erstmal den Besen bei den anderen ansetzen. Das ist richtig, ja. Ich denke mir, Bernhard, ich weiß nicht, wie du das siehst, früher waren die Politiker, gerade auch von der SPD, irgendwie souveräner. Also Willy Brandt, Helmut Schmidt, auch noch Helmut Kohl, die haben irgendwie immer eine Lösung im Hintergrund gehabt. Heute habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Politiker gar nicht wissen, was eigentlich an Problemlösungen vorgeschlagen werden kann, und versuchen das irgendwie so wegzudrücken, indem sie sich irgendwie anders äußern. Weil so, ich habe den Wolfgang Bosbach damals gefragt und gesagt, Herr Bosbach, wie sieht es aus, wenn ein EU-Staat nicht willig ist, irgendwelche Leute aufzunehmen. Ja, da muss man mit finanziellen Sanktionen eingreifen. Habe ich gesagt, wenn er das auch nicht will, dann muss man zu anderen Mitteln greifen. Also selbst ein Mann wie der Herr Bosbach, der wirklich dafür bekannt ist, dass er intelligent ist, dass er immer eine Lösung hat. Auch da habe ich gemerkt, auch da, selbst bei solchen Leuten, ist oft einmal eine Problemlösung nicht so greifbar nahe. Oder wollen Sie es nicht sagen? Ich weiß es nicht. Aber oft habe ich den Eindruck, zum Beispiel die Digitalisierung ist ein Beispiel. Oder sozialer Wohnungsbau. Es gibt keine Lösung oft einmal. Moment. Und das soll ein bisschen verschwiegen werden. Oder siehst du es anders?
Ja, ich denke, es ist ja noch immer so, dass kein Mensch alles alleine leisten kann, dass er Berater braucht. Ja. Und dann braucht er auch die Durchsetzungsfähigkeit, dann dazu braucht er auch eine Persönlichkeit. Ja. Und vielleicht hapert es da ein bisschen dran. Ja. Ich denke, dass die Ressortarbeit nach wie vor funktioniert und vorhanden ist. Ja. Und aber die Persönlichkeit, etwas durchzusetzen, vielleicht nicht mehr so durchweg gegeben ist. Du meinst, die eigene Dynamik ist nicht mehr so wie früher? Ja, wir haben zum Beispiel eine Frau Merkel, die, glaube ich, müde geworden ist. Ja. Wir haben in Reihen unserer Partei sehe ich momentan keine Persönlichkeit, wie es Willy Brandt war oder Helmut Schmidt war. Und das heißt nicht, dass solche Persönlichkeiten nochmal kommen. Und man weiß auch nicht, ob Frau Nahles dieses Niveau erreicht. Aber ich denke, das ist durchweg so. Des Weiteren, denke ich, hat es auch damit zu tun, dass man seitens der Politiker sehr schnell zerrissen wird in der Öffentlichkeit, sei es durch Medien oder sonst irgendetwas. Ja. Und man von daher gesehen sich schon vorsichtiger äußert. Und ja, das sind so Problemstellungen, denke ich. Wie hat der Wähler gesagt, der Kampfgeist eines Sozialdemokraten ist seine Willensstärke. Ja. Und die vermisse ich manchmal bei, auch bei SPD-Leuten. Ja, also ich war ein Gegner der ersten Großen Koalition, ich war ein Gegner der zweiten Großen Koalition, einfach deswegen, weil mir Ziele gefehlt haben in den 10-Punkte-Programmen, die den Markenkern der SPD betreffen. Ja. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, das war für mich auch ein Grund, in die SPD zu gehen, einfach von den Gedanken her, stärkere Schulden müssen mehr tragen als schwache. Und da gibt es die verschiedensten Punkte oder Vorstellungen, die man in das 10-Punkte-Programm hätte reinschreiben können. Da denke ich an Steuergerechtigkeit zum Beispiel. Ja. Und das habe ich etwas vermisst. Das heißt, die soziale Komponente bei der SPD muss noch stärker betont werden. Ja, und deswegen sage ich ja auch, wir bräuchten zum Beispiel so ein, könnte ich mir gut vorstellen, wenn die Besteuerung, die Finanztransaktionssteuer käme, das wäre wirklich ein Leuchtturm, ein sozialdemokratischer Leuchtturm. Ja. Und von den Gewerkschaften hört man auch nicht mehr viel. Das ist auch immer mein Lieblingsthema. Das haben wir dann von den Gästen gesagt, es ist auch immer schwieriger, eine Gewerkschaft zusammenzuhalten, weil viel zu viele Strömungen momentan da sind. Aber ich denke mir, gerade in der heutigen Zeit, wo es um Zeitarbeit geht, um Mindestlohn, da müsste eine Gewerkschaft doch zumindest in der Öffentlichkeit präsenter sein. Ja, auf der anderen Seite habe ich Gewerkschaften schon als die wahrgenommen, als die einzigen wahrgenommen, die zum Beispiel noch Demonstrationen organisieren, auch für Arbeitnehmerrechte einstehen oder auch wenn es gegen rechts geht, engagieren sich die Gewerkschaften sehr stark. Und also ich denke immer noch, dass sie eine große Bedeutung haben, die Gewerkschaften. Auch wenn es darum geht, zum Beispiel Arbeitnehmerrechte auf europäischer Ebene durchzusetzen. Ja. Und da haben sie auch einen ganz wichtigen Part, denke ich. Naja. Natürlich ist alles schwieriger geworden. Auch die Staatsmänner haben sich geändert. Wenn ich dran denke, Trump, Erdogan, Orban, das sind alles Egoisten, die zwar für ihr eigenes Volk das Beste wollen, aber die anderen Länder irgendwie vergessen. Das war früher auch nicht so. Früher ist man aufeinander zugegangen. Heute ist es nicht mehr so. Ne? Heute denkt jeder, zumindest von denen, nur an sich. Das ist auch ein Problem. Ja, das ist ein allgemeiner Trend, das denke ich. Und natürlich beflügelt durch diese Führungsfiguren, ist ganz klar. Und das hat aber auch vielleicht mit der Unzufriedenheit auf anderer Seite zu tun.
Wahrscheinlich ist man auch mit dem, was auf EU-Ebene zum Beispiel passiert, nicht immer einverstanden. Und das, denke ich, auch berechtigt. Und da denken natürlich Leute auch, warum tut sich nichts? Und dann muss man das eben selbst in die Hand nehmen. Und dann werden die Gedanken dann irgendwo auch in der Bevölkerung dann auch nationalistisch ausgerichtet. Und wenn ich dann noch solche Personen habe, die das beflügeln, und dann ist das natürlich eine schlechte Entwicklung. Jetzt ist mal der Anfang gemacht. Deutschland, Frankreich, Spanien, so eine kleine Einigung ist in sich, ne? Auch was die Flüchtlingswelle anbetrifft. Ne? Aber es ist erst ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist richtig, ja. Und das wird uns noch einige Jahre beschäftigen. Und wobei ich ein Gegner dessen bin, dass man die Lage in Nordafrika errichtet und ich sage Unrechtssysteme unterstützt, zumindest zum Teil. Und ich fände es viel besser, wenn man das in europäischen Ländern oder auf europäischem Gebiet auf jeden Fall unter Kontrolle hätte und auch unter Berücksichtigung von menschenrechtlichen Gesichtspunkten. Naja. Ich bedenke gar nicht, mir Gedanken zu machen, wenn aus Afrika mal ein Strom von Flüchtlingen kommt, was da Europa macht. Ne? Ich meine, jetzt kommen sie mehr aus Syrien, aus den arabischen Gebieten, aber von Nordafrika erwartet man in den nächsten Jahren auch eine Flüchtlingswelle. Das wird lustig dann. Ja, das ist richtig. Wenn ich die Zahlen richtig kenne, ist ja jetzt schon die Zuwanderung aus Afrika die stärkste. Das hat aber auch damit, zu tun natürlich, das sind ja zwei verschiedene Punkte. Bei der Zuwanderungsbewegung aus dem Osten ist es ja mehr bedingt durch den Kriegszustand dort. Und hier sind es einfach Dinge, wo den Leuten die Grundversorgung fehlt in Form von Wasser, von ausreichend Nahrung. Und das sind natürlich dann auch wieder andere Motivationen, hier nach Europa zu streben. Bernhard, ich tue dich nicht gerne unterbrechen, aber unsere Sendezeit ist abgelaufen. Oh, ja. Du warst ein ganz sympathischer Gast. Und ich bedanke mich für dein Kommen, Bernhard. Gerne. Und wenn alle Klimobeamten so sind wie du, dann habe ich um unseren Staat keine Sorgen mehr. Ja, vor allen Dingen nicht nur ein guter Kriminalbeamter, sondern auch ein guter Kommunalpolitiker. Vielen Dank. Bleib so, wie du bist, Bernhard. Und wenn du in Pension gehst, ne, dann kannst du schön segeln und kannst dir dann immer gute Gedanken machen. Ja. Dann wirst du wahrscheinlich geistig noch stärker. Das wird sich zeigen, ja. Auf jeden Fall entspannter. Vielen Dank, Bernhard, für dein Kommen. Gerne. Das war der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD Kaiserslautern, Bernhard Lehnhardt. Und am Donnerstag kommt der Dr. Norbert Ecker, ehemals Bürgermeister von Mannheim, auch ein sehr interessanter Gast. Und da freue ich mich schon drauf. Bis jetzt waren alle meine Gäste nett, sympathisch, informativ. Und wie heißt es so schön in meinem Trailer? Sie kamen als Fremde und gingen als Freunde. Schön. Und so muss man bei uns auch, hoffe ich jedenfalls, Bernhard. Ich bedanke mich für dein Kommen. Gute Rückreise und richte mit den Lautern aus, auch wenn du keine Dauerkarte hast. Ich soll mal bitte wieder gewinnen. Ja, das ist richtig. Das werde ich tun. Bernhard, wir winken nochmal. Das war Rainer Zipfels. Talkrunde mit Bernhard Lehnhardt von der SPD Kaiserslautern. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.